Hallo, einmal wieder von der Mobilitätsberatung der Handwerkskammer Koblenz. Wir haben ja inzwischen die schöne Angewohnheit, immer mal Erfahrungen mit Ihnen und euch zu tauschen von Azubis, die schon im Ausland gewesen sind, und haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Das ist der Martin Patenheimer. Er ist bei der Schneiderbau GmbH in Merxheim zuständig für Personal und Marketing. Und insofern haben wir also heute tatsächlich jemanden bei uns, der aus der Sicht der Unternehmen uns ein bisschen was erzählen kann zum Thema Auslandspraktika für Auszubildende, für Fachkräfte, für Ausbilder. Und ja, ich sag ganz herzlich Hallo und Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute mit uns so ein bisschen über das Thema Berufsbildung ohne Grenzen sprechen werden. Herr Patenheimer, vielleicht erzählen Hallo. Sie uns kurz, wer sind Sie, wie ist Ihr persönlicher Hintergrund und vielleicht beschreiben Sie uns auch Ihr Unternehmen. Ja, hallo erstmal und auch Grüße an die Zuhörer und Zuschauer. Ich bin der Martin Patenheimer. Ich bin, wie Sie es schon sagten, verantwortlich für Personal und Marketing bei der Schneiderbaugruppe in Merxheim. Wir sind ein Bau- und Baudienstleistungsunternehmen, beschäftigen zurzeit ca. 220 Mitarbeiter im gewerblichen Bereich und auch natürlich ganz, ganz viele Angestellte, haben immer so zwischen 20 und 30 Auszubildende und duale Studenten. Das heißt, unsere Ausbildungsquote liegt so bei 15%. Und meine Aufgabe ist es in der Hauptsache, sich darum zu kümmern, dass wir gute Fachkräfte haben, also dass wir die finden und dass wir die vor allen Dingen auch binden. Und da ist für uns, unser Sitz ist auch im ländlichen Raum, die Gewinnung der Fachkräfte über die Ausbildung ein ganz, ganz großes Thema. Und da versuchen wir natürlich, unsere Ausbildung auch attraktiv zu gestalten, so zu gestalten, dass wir die Auszubildenden persönlich auch weiterentwickeln, fachlich natürlich weiterentwickeln. Das gehört dazu zur Ausbildung. Und das sind sozusagen ist eins meiner Hauptaufgabengebiete. Und so haben Sie also das Programm Berufsbildung ohne Grenzen und die Entsendung von Azubis im Grunde als Ausbildungsmarketing für sich entdeckt, um Ausbildung in Ihrem Unternehmen attraktiver zu machen. Genau, richtig, ja. Also es ist nicht nur wir sehen das nicht nur zu Ausbildungsmarketingzwecken, das ist eher, sag ich mal, ein schöner Nebeneffekt, den man hat. Natürlich benennt man das auch, ich sag mal, in Broschüren oder in Gesprächen. Und es ist durchaus auch ein Magnet, weil es eben noch nicht so viele Unternehmen machen. Wir sehen es aber in der Hauptsache auch wirklich so, dass wir unseren Auszubildenden da einfach einen Benefit, also der Person, anbieten und auch feststellen, dass sich halt auch die Persönlichkeit, wenn die 3 oder 4 Wochen im Ausland sind und dort nochmal ganz anderen Herausforderungen sich stellen müssen, als es weder bei einem Urlaub ist im Ausland, also diese Erfahrung kann man nicht vergleichen, sie müssen sich da halt ganz anderen Aufgaben stellen und die Persönlichkeit, die entwickelt sich halt wirklich weiter, obwohl das ein relativ kurzer Zeitraum ist und wir machen da durchweg bislang gute Erfahrungen mit. Und bei der Akquise um Auszubildende, nutzen Sie dann die Auslandspraktika auch als Argument? Bewerben Sie das irgendwie in irgendeiner Weise? Oder wenn Sie auf Messen unterwegs sind oder in Schulen auf Veranstaltungen, ist das dann bei Ihnen auch irgendwo, ich sag mal, im Portfolio? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, es wird immer kommuniziert, gerade in Gesprächen. Es ist nicht so das erste Argument für eine Ausbildung bei Schneiderbau. Das sollte es auch nicht sein.
Aber natürlich fragen halt auch die Schüler danach, was wir sozusagen, oder was wir in der Ausbildung anbieten. Und neben einer Betreuung, wo wir sagen, wir haben also wirklich einen persönlichen Ansprechpartner für unsere Auszubildenden, ist das eigentlich in der Regel, sag ich mal, der zweite Punkt, der dann auch ausgesprochen wird, weil natürlich werden die Auszubildenden da hellhörig. Ja, es nicht alle, also es sind meistens eher diejenigen, die ohnehin schon auch ein bisschen älter sind. Ja, also bei uns kommen manche Schüler auch in die Ausbildung, das sind die 15, 16 Jahre alt. Da ist es, glaube ich, einfach noch so ein bisschen fern, ja, aber es wird immer angesprochen und unterstützt sicherlich auch die Entscheidung, wenn jemand sagt, okay, ich wollte das ohnehin schon mal machen, ja, dass die jungen Menschen dann sagen, okay, das ist für mich ein gutes Argument für Schneiderbau und das interessiert mich und da möchte ich gerne hin. Mhm. Super. Also wenn Sie, ich sage jetzt mal, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen, denn es ist ja so, die Ausbildungsvergütung, die Berufsausbildung läuft ja ganz normal weiter, wenn die Azubis freigestellt werden für die 3 oder 4 Wochen. Aber Sie sagen, unterm Strich ist das trotzdem für uns, ich sage jetzt einfach mal, auch ein wirtschaftliches Angebot im Rahmen der Nachwuchswerbung, Akquise. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also es ist natürlich schwer messbar. Ja, im Grunde genommen die einzige monetäre Größe, die ich habe an Aufwand, ist das Gehalt, das ich weiterzahle. 3 Wochen, 4 Wochen, ich sag mal, wir sprechen dann, egal wie, dann über ein Azubi-Monatsgehalt. Ja, aber das ist ja, ich sag mal, sehr überschaubar. Ja, durch das Auslandspraktikum selbst entstehen uns ja keine weiteren Kosten, weil die in der Regel über Fördertöpfe abgedeckt sind, sodass also zum einen für den Auszubildenden natürlich kein Mehraufwand entsteht, aber bei uns eben auch nicht. Ja, und ich hatte das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass das für mich vergleichbar mit einer Personalentwicklungsmaßnahme ist. Ja, für irgendwie so ein Coaching für die Persönlichkeit, ja, und da ist es, sage ich mal, dann hat es halt einfach einen riesigen Vorteil, ja, und natürlich hat man dann auch Effekte, dass der Azubi bei seinem Freundeskreis das weiterträgt, bei Eltern, bei Großeltern, man ist da in aller Munde, ja, und das hat natürlich einen sehr, sehr positiven Effekt und das ist für uns monetär so in der Form natürlich nicht messbar, ja, aber mir ist da eben schon auch bewusst, dass das eben einen Gegenwert hat, ja, und diese Rechnung kann man so auf dem Papier natürlich nicht darstellen, aber ich sage, je mehr Auszubildende wir sozusagen ins Ausland entsenden, ja, desto mehr Satelliten haben wir da in unserem Kosmos, die letzten Endes ja positiv über ihre Ausbildung, und das ist ja unser Produkt, das wir anbieten, sprechen, und desto mehr Nachfrage bekommen wir dann hoffentlich da draußen. Ja, super. Also da denke ich, sind wir auch ziemlich auf einer Wellenlänge mit dem, was Sie da aussprechen. Das sind natürlich auch unsere Ambitionen und Ziele, warum wir den Unternehmen eben auch solche Möglichkeiten wie Erasmus Plus anbieten. Und ja, wie ist denn da, oder frage ich mal so, die Nachfrage nach welchen Ländern ist denn bei Ihren Azubis besonders groß und welchen Einfluss möchten Sie als Ausbildungs- oder als Personalverantwortlicher denn, wie möchten Sie dazu beitragen? Also mein persönliches Faible habe ich eigentlich zu Skandinavien. Das ist einfach so. Hängt wahrscheinlich mit meiner Historie so ein bisschen zusammen. Ich wirke aber eigentlich nicht darauf ein. Ja, also die Möglichkeiten sind ja in Europa eigentlich sehr, sehr, sehr frei. Ich meine, sie unterstützen uns dahingehend ja auch wirklich in alle Richtungen. Ja, dass man sagen kann, Italien, Österreich, Frankreich,
Spanien, das ist irgendwie alles offen. Und wir hatten Auszubildende schon gehabt in England, in Spanien, jetzt gerade kürzlich in Schweden. Und die Erfahrungen sind natürlich unterschiedlich, ja. Und es hat aber überall gut geklappt. Und auch wenn mal etwas nicht so klappt, dann ist es trotzdem auch eine Erfahrung, wodurch ein Auszubildender oder eine Auszubildende einfach selbstständiger wurde. Ja, das trägt, ja, da entstehen Kompetenzen, sage ich mal, die zur Problemlösung beitragen und. Ja, und von daher sind wir da eigentlich offen. Ja, worauf ich eben halt auch so ein bisschen hinarbeite, ist, dass man vielleicht irgendwann einen festen Partner hat, wo man einfach eine konkrete Anlaufstelle auch hat, der sozusagen auch unsere Berufe oder unsere Ausbildungsberufe besser bedienen kann. Ja, weil da hat man, sag ich mal, in anderen Ländern, die haben ja nicht 1:1 unsere Ausbildungsberufe. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen Herausforderung, dann eben auch zu gucken, okay, macht der Azubi genau das, was er hier bei uns macht, oder macht er ein bisschen eine ähnliche Tätigkeit oder vielleicht doch eher was ganz anderes? Das ist ein bisschen schwierig, ja, und da arbeiten wir im Moment dran, also ich ja auch mit Ihnen, ja, und das wäre sicherlich so ein wünschenswertes Ziel, ja, nur wenn halt eben trotzdem jemand kommt und sagt, ich möchte lieber nach Spanien statt nach Schweden, dann baue ich ihm da sicherlich keine Hürden auf, sondern versuche auch das entsprechend zu ermöglichen. Toll. Ja, also insofern sieht man, dass Sie das ja auch so ein bisschen strategisch planen. Und da, ja, wie Sie schon sagten, arbeiten wir ja auch gemeinsam dran. Und ja, ich habe da auch immer noch so ein bisschen die Idee im Hinterkopf, dass sich da vielleicht auch Geschäftskontakte ergeben können. Ja, dass tatsächlich auch Austausche stattfinden, dass eben dann auch die Auszubildenden aus, ich sag mal, ihrem Partnerbetrieb dann nach Merxheim kommen und dort dann ihr Praktikum absolvieren. Genau, ja. Also das könnte ich mir durchaus als Bereicherung vorstellen, ja. Ja. Toll, Herr Patenheimer. Also ja, das freut mich eben auch, dass es nicht nur inzwischen schon bei Ihnen im Unternehmen so gut angekommen ist, dass Auslandspraktika auf alle Fälle auch so eine positive Auswirkung auf Auszubildende haben, sondern ja, ich freue mich drauf, das Ganze auch weiterzuentwickeln und wirklich auch so ein bisschen, ich sag mal, zu professionalisieren, ja, dass eben über die persönlichen Erfahrungen der Azubis und der Entwicklung der jungen Leute, dass da auch wirklich die Entwicklung der Kompetenzen noch ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und da bin ich gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, Ausbilderreisen zu machen für die Bildungsverantwortlichen in den Unternehmen. Da ist ja jetzt auch geplant, dass Sie demnächst nach Schweden fahren, Ihre Auszubildenden dort besuchen, sich auch dann das Unternehmen vor Ort angucken können. Und ja, ich denke mal, das ist so der nächste Meilenstein und da freue ich mich auch drauf. Genau, ja, auf jeden Fall. Gut, Herr Patenheimer, ganz herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit und ich freue mich natürlich über die positive Rückmeldung, die Sie uns da geben und freue mich auf alles Weitere. Ja, besten Dank. Okay, bis dann. Alles Gute. Ihnen auch. Danke.